Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impulsiv TV, Fernsehen, wie es sein soll. Mein heutiger Gast ist der Journalist und Bestsellerautor Matthias Brückers. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Brückers, bevor wir auf Ihr neues Buch zu sprechen kommen, würde ich mich gerne ein bisschen über Ihre Biografie unterhalten. Sie sind 1954 geboren und sind seit Anfang der 70er Jahre im damaligen West-Berlin. Ja, ich bin zum Studium nach Berlin gegangen. Und habe dann hier studiert, Politik, Germanistik, Soziologie, alles Mögliche, habe auch ein Examen gemacht. Und schon kurz vorher aber war gerade die Taz gegründet worden. Und da habe ich schon am Anfang in diese Initiativgruppen so ein bisschen reingeschnuppert. Und sobald ich dann an der Uni fertig war, bin ich zur Taz gegangen, habe die quasi mit aufgebaut, so in der ersten Generation. Habe da 12 Jahre dann gearbeitet, bis Anfang der 90er als Kulturredakteur. Danach habe ich frei gearbeitet, also seitdem bin ich freier Journalist und Autor, habe für verschiedene Zeitungen, für die Zeit und für die Woche Kolumnen und Artikel gemacht, sehr viel fürs Radio und seit Anfang der 90er auch regelmäßig Bücher. Sie sagten eben, die Taz damals war das Flaggschiff des linksliberalen entstehenden Establishment sozusagen oder linksaußen, linksautonom kann man da linksradikal waren wir durchaus. Aha. Also Sie kamen damals durchaus mit linken Fantasien und revolutionären Ideen nach Berlin. Sind Sie auch deshalb gekommen, um den Wehrdienst zu entgehen? Nee, dem Wehrdienst war ich schon entgangen, weil ich als Kriegsdienstverweigerer anerkannt war. Okay. 1972 war das. Und dann, und das ist erstaunlich, damals da aus Hessen, wo ich herkomme, Kriegsdienstverweigerer gab es noch nicht so viele und vor allen Dingen gab es nicht so viele Zivildienstplätze. Also ich hätte nach der Schule eigentlich dann gleich meinen Zivildienst antreten wollen und da haben die mir gesagt, ja, wir haben jetzt leider keinen Platz für Sie. Mhm. Und da habe ich gesagt, na gut, wenn ihr hier keinen Platz habt, dann will ich jetzt aber mein Studium anfangen. Und so bin ich nach Berlin gekommen, nicht aus Flucht vor der Bundeswehr sozusagen, was ganz viele ja damals gemacht haben und was wunderbar war. Deshalb wurde ja West-Berlin auch ja so ein Zentrum des Alternativen, Kreativen und so weiter, weil hier ein bestimmter Schlag von Leuten hingekommen ist. Also nicht die, die gerne Gewehre in die Hand nehmen wollen und auf böse Russen schießen. Da haben wir schon einen Übergang zu Ihrem neuen Buch, aber wir bleiben noch ein bisschen bei Ihrer Biografie. Ja. Was war das für eine Stadt damals, die Halbstadt West-Berlin, die Sie in den 70er Jahren kennengelernt haben? Wie war das Lebensgefühl? Beschreiben Sie es mal kurz. Berlin war ganz anders als der Rest, zumal wenn man wie ich aus der Provinz kam. Hier gab es keine Polizeistunde. Hier konnte man bis morgens um 4 in der Kneipe sitzen. Was Sie bestimmt auch reichlich gemacht haben. Was wir auch reichlich gemacht haben. Hier gab es ein vergleichsweise freies Leben. Es gab dann eine große alternative Szene. Es fing ja dann Ende der 70er, Mitte, Ende der 70er die Hausbesetzerzeit an. Ich habe schon damals, also seit 73 in Kreuzberg gewohnt. Wie war Kreuzberg damals im Vergleich zu heute? Na, Kreuzberg, ich bin dann jetzt nicht hingezogen. Ich kam hier an als Bubi aus der Provinz. Ja, wo naiv? Naiv, wie jeder mit 18, 19. Wo findet man eine Wohnung? Ja, da, wo es günstig ist für Studenten, Kreuzberg. Ich habe da eine kleine Wohnung, die hat irgendwie 100 Mark gekostet, war 2 Zimmer, ja. Habe da dann erlebt, wohnte auf einmal auch mit in der türkischen Stadt, weil ganz viele Türken auch in Kreuzberg gewohnt haben. War es exotisch für Sie oder... Hat Sie das verängstigt oder wie? Überhaupt nicht verängstigt. Ich war schon mal ein, zweimal in der Türkei gewesen. Davor. Und fand das eigentlich prima. Ja? Und, als kannten dann, Sie schon die gastfreundliche Seite der Türken? Genau, ich hatte damit überhaupt nie ein Problem. Auch als dann 82 haben meine Frau und ich Kinder bekommen, Zwillinge. Und als dann es darum ging, wo gehen die Kinder in die Schule, habe ich gesagt, ja, entweder gehen wir hier in die Schule oder wir ziehen um, wenn das nichts ist hier. Ja, und meine Kinder waren beide hier im Kiez an der Schule, haben hier Abitur gemacht.
Und ja, da mit nicht nur türkischen, sondern 5, 6, 7, 8 verschiedene Nationalitäten in einer Klasse, das haben wir so von Anfang an hier miterlebt. Und jetzt ist ja Kreuzberg so edel geworden, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann, ja. Waren damals die Fassaden noch grau heruntergekommen? Fassaden waren noch grau und runtergekommen. Es stank auch noch, weil überall noch Ofenheizungen waren. Meine 100-Marx-Wohnung hatte auch eine Ofenheizung. Ja. Und es war noch ein bisschen abgerockter. Mhm. Es war auch ruhig, es lag ja fast an der Mauer. Es war quasi umrahmt von der Mauer hier, 36, der Zustellbezirk. Mhm. Und ich habe nach dem Mauerfall gesagt, ach Mann, hätten wir doch nur die Mauer wieder, hier war es so schön ruhig. Also war sie ein Westnostalgiker sozusagen. genau. Die Mauer hat gewärmt, ne? Die Mauer war ganz okay, sie hat die Preise niedrig gehalten, es gab keinen Verkehr, ja, und so weiter. Also das war aber ja nicht wirklich ernst gemeint. Niemand hat sich, glaube ich, wirklich gewünscht, dass die Mauer wieder da ist. Aber man hätte schon nach der Wende auch einiges anders machen können. Ich habe damals zum Beispiel in der Zeitung einen Kommentar geschrieben, dass man den Potsdamer Platz doch bitte leer lassen sollte. Mhm. Die Leere im Zentrum, mhm, und so weiter, da so ein bisschen philosophiert. Oder mit Hanf bepflanzen vielleicht. So, da hätte ich auch gar nichts gegen gehabt, mhm, aber dass man den neuen, jetzt neu entstehenden Kern der Stadt, der ja leer war, da war das Tempodrom auf der Westseite der Mauer ja gewesen, lass das doch bitte leer und jetzt... Bitte schön, wie sieht denn jetzt dieser Potsdamer Platz aus? Es ist doch zum Weglaufen. Geschmackssache. Ja. Kommen wir auf Hanf zu sprechen. Sie haben ja auch in Kreuzberg damals, in dieser Lebensstilenklave, in der Sie Ihre linken Träume ausgelebt haben, auch die Cannabis kennengelernt und schätzen gelernt, sage ich mal. Na, ich habe 93 das mit einem amerikanischen Kollegen oder ein Buch eines amerikanischen Kollegen hier in Deutschland ja stark erweitert herausgegeben, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Mhm. Und hatte mit dem Verlag, das war 2001 damals, vereinbart, dass wir das Buch auf Hanfpapier drucken. Weil Hanf ist der viel bessere Rohstoff, mhm, als Holz für Papier. Und der ökologischere und ökonomischere auch. Und das haben wir dann gemacht. Ich sollte mich drum kümmern, dass wir das Papier herstellen können. Und dann hatte ich ein bisschen mehr hergestellt, als für das Buch gebraucht wird und das einigen Leuten. Und die wollten auf einmal all Hanfpapier. Und da habe ich das Hanfhaus gegründet, die erste Firma, die Produkte aus Hanf, und zwar nicht nur die bekannten, die man raucht, sondern all die unbekannten, die wir hunderte, tausende von Jahren schon hatten, wieder entwickelt und auf den Markt bringt. Und dass jetzt heute, 25 Jahre später, Cannabis als Medizin wieder anerkannt ist und zugelassen, das verdankt sich auch ein ganzes Stück diesem Buch, weil als das damals rausgekommen war und das war ein Bestseller, kriegte ich Anrufe von Ärzten, die sagten, Herr Brückers, da sitzt bei mir ein Patient mit ihrem dicken gelben Buch im Wartezimmer, der will Cannabis verschrieben haben. Also ich habe einen Doktor in Pharmazie und in Medizin, davon habe ich ja noch nie gehört. Haben Sie sich das alles ausgedacht? Mhm. Ich habe gesagt, na gucken Sie mal, das ist alles dokumentiert. Mhm. Das war eine der wertvollsten Medizinalpflanzen und so weiter. Die Leute haben tatsächlich gedacht, ich habe mir da irgendwie im bekifften Kopf irgendwelchen Quatsch ausgedacht und auf Papier gebracht. Das hat also jetzt 25 Jahre gedauert, bis das offiziell auch die Blüten wieder anerkannt sind, dass das eine Medizin ist und zwar eine wirksame und eine wertvolle. Und das haben wir dann damals gestartet hier in Kreuzberg war das Hanfhaus und dann mit Brandenburger Bauern mit einer ehemaligen LPG auch durchgesetzt vor Gericht, dass wieder Hanf angebaut werden darf in Deutschland, weil das war völlig verboten. Auch der Nutzhanf, der gar keine Rauschwirkung hat, sondern den man eben für Textilien, für Papier, für Medizin, für Papier und verschiedene andere Dinge verwenden kann.
Hatten Sie damals als junger Mann zuvor vielleicht das Buch Politik der Ekstase gelesen von Timothy Leary? Leary habe ich gelesen, natürlich. Leary auch kennengelernt und getroffen. Und was für ein Mensch war denn das eigentlich? Was für ein Mensch war das? Ja, ich bin nach wie vor Freund und Fan und mochte ihn sehr. Ich habe mehrere Interviews mit ihm gemacht. Ich habe ihn hier in Berlin, als er hier zum Vortrag war, Mitte der 80er mal 2 Tage in der Stadt rumgefahren. Dann auch nochmal in Kalifornien getroffen. War er ein Freak oder ein Intellektueller? Leary war ein super kluger Kopf. Jetzt erscheinen gerade Bücher, einige über Psychedelika, über LSD, die Furore machen, der Michael Pollan, Verändere dein Bewusstsein. Und von T.C. Boyle, der neueste Roman, geht über Tim Leary. Es ist so eine kleine Renaissance da irgendwie, gerade mit den psychedelischen Drogen am Laufen. Und da liest man dann oft, auch in dem Buch von Pollen, ja, da wird Leary, das wird so dargestellt, ja, in den 50er Jahren und bis Anfang der 60er gab es eine so seriöse wissenschaftliche Forschung zu den Substanzen, aber dann kam Timothy Leary und hat alles kaputt gemacht. So würde ich das überhaupt nicht sehen. Und denke, der Leary hat große Verdienste, hat auch sehr gute Sachen geschrieben. Was ihm angedichtet wird in den Medien, ist zum Teil auch großer Quatsch. Er war ein ernsthafter Wissenschaftler, ein ernsthafter Forscher. Und viele Leute verdanken ihm und nicht irgendwelchen, also ihm und seiner, expressionistischen, charismatischen Art, dass sie mit dieser Substanz auch bekannt geworden sind, weil die wäre sonst im stillen Kämmerlein bei Ärzten und in Kliniken geblieben. Sie waren ja auch eng mit Wolfgang Neuss befreundet. Wolfgang Neuss, den habe ich 81 gewonnen als Kolumnist für die Taz. Und, war Neuss derjenige, der Sie mit Cannabis bekannt macht? Nein, ich komme, so wie gesagt, wenn man 54 geboren ist, dann kann man so hippiemäßig nicht drum rum, das alles mal auszuprobieren. Also war Kreuzberg damals eine einzige Haschwolke? Oder wie kann man genau, sagen? Genau. Wolfgang Neuss hat ja sich zurückgezogen aus dem Showbusiness. Er war ja auch krank, aber später zumindest. Später war er krank, aber da war er ja auch zum Teil einfach Burnout. Und dann eben war auch... War desillusioniert auch vom Showbusiness? Desillusioniert vom Showbusiness und dann eben auch, der hat ja ein wahnsinniges Pensum absolviert, so Mitte der 60er, hier jeden zweiten Abend live aufgetreten und ja, auch mit Alkohol und Tabletten sozusagen, das nur dann am Ende überstanden und er hat sich dann in seine Wohnung zurückgezogen, nicht nur deswegen, auch aus politischen Gründen, weil er in dem Moment, wo er anfing, nicht mehr der Sonny Boy wie in den 50er Jahren, das Wirtschaftswunderkind, sozusagen. Wirtschaftswunder-Clown sozusagen zu sein, sondern politisch zu werden. Er war ja der Prominente der APO und der Studentenbewegung, befreundet auch mit Rudi Dutschke und mit all den Leuten. Kannten Sie Dutschke auch noch? Dutschke habe ich auch noch kennengelernt. Also das war in den Anfangsjahren der Taz. Der ist, ich weiß gar nicht, wann Dutschke... Also doch schon nach dem Attentat alles. Die ganze Zeit. Als er wieder gesund war und uns mal da besucht hat. Aber kennengelernt ist übertrieben. Den Neuss habe ich dann sehr gut kennengelernt, weil ich sein Redakteur war. Und er hatte gesagt, ich habe gesagt, Herr Neuss, wir hätten gerne, dass Sie jede Woche eine Kolumne machen für die Taz. Aber wir sind eine neue, jetzt alternative Zeitung. Wir haben auch nicht viel Geld und... können nur 100 Mark zahlen pro Stück. Und dann sagt er, ja, würde ich machen, aber du musst 3-mal die Woche hier vorbeikommen, mit mir das Thema besprechen, mit mir, dann kannst du die Kolumne abholen und 2 Tage später kommst du nochmal und bringst mit der Schreibmaschine, ne? Das Geld, genau. Und jedes Mal rauchst du mit mir ein. Mhm. Ja, und da habe ich mich drauf eingelassen, auf den Deal. Und da habe ich dann halt auch kiffen gelernt, sozusagen. Und wir haben dann nach einer Weile das aber so gemacht, dass ich, als dann meine Kinder geboren waren, und ich sagte, du, ich habe jetzt 2 Babys zu Hause, ich kann jetzt nicht mehr nach Feierabend hier in aller Ruhe mit dir einen durchziehen. ich werde morgens um 6 Uhr jetzt schon, wie, was, du wirst um 6 Uhr wach? Ja, dann können wir ja zusammen frühstücken. Und das haben wir dann auch bis zu... Er war einsam? Ja.
Das haben wir dann bis zu seinem Tod gemacht, im Café Möhring am Schloss Charlottenburg, gibt es jetzt nicht mehr, um 7 Uhr uns getroffen und haben gefrühstückt. Und er war schon seit 5 Uhr wach, hatte auch schon eine dicke Tüte intus und hatte schon 3 Zeitungen gelesen und sprudelte beim Frühstück. Ich habe einfach nur das Tonband angestellt und dann musste er gar nichts mehr tippen. Das hatte ich dann schon auf Band und daraus haben wir die Kolumne dann gemacht. Ja. Und leider ist er dann kurz vor der Wende 89 gestorben. Mhm. Das hätte ich mir sehr gewünscht, mit Wolfgang dann nochmal über die Mauer rüber. Er hatte ja auch im Osten noch ganz viele Fans. Herr Brockers, wenn Sie mal diese Zeit Revue passieren lassen, die 70er oder auch die frühen 80er, wie viel von diesem alten West-Berlin existiert heute noch im Gesamt-Berlin oder existiert überhaupt noch was davon oder gar nichts mehr? Ja, es ist eine ganz, Lebensgefühl, es ist eine ganz andere Stadt geworden. Mhm. Ich bin hier immer noch gern. Mhm. Ich habe mal 2 Jahre in der Schweiz gewohnt, das ist auch wunderbar, aber gibt auch andere sehr schöne Flecken auf der Welt. Aber in eine andere Großstadt würde ich eigentlich nicht wollen. Also mit Frankfurt oder München oder Hamburg, da kann man mit mir keinen Spaß machen, ja, da zu leben. Also Berlin ist schon noch immer ziemlich besonders. Berlin ist die grünste Großstadt. Ich habe unlängst, oder ist schon ein paar Jahre her, mein Freund, Amerikaner, der war zum ersten Mal in Deutschland in Tegel abgeholt. Mhm. Es war im Mai. Und wir sind dann so den Tegeler Weg und dann Ernst-Reuter-Platz, 17. Juni. Gefahren, alles super grün und er sagte irgendwann, Matthias, wann sind wir denn in der Stadt? Mhm. Der dachte, wir wären noch auf dem Land. Ich sage, guck mal da vorne, Brandenburger Tor. Mhm. Ja, also das ist einfach gut hier und das Lebensgefühl ist jetzt ein bisschen anders, weil die Stadt da auch einfach doppelt so groß ist. Ich bin immer noch Westberliner, ich bin zwar auch öfter im Osten, aber ich kenne mich da nicht gut aus. Ich war ja hier in den 70ern während dem Studium Taxifahrer und kenne deshalb Westberlin sehr gut, weil ich hier 5 Jahre mit der Taxe rumgegurkt bin. Aber und im Osten kenne ich mich nicht aus. Das deshalb, wenn ich kann ja noch kommen, eine Expeditionstour. Ja. Unbekannte Welten. Genau. Wie ein Wessi vor ihm betreten hat. Sozusagen. Ja. Kommen wir allein in der Biografie bietet anscheinend viel Gesprächsstoff, wie man schon merkt. Aber kommen wir bitte mal auf die Gegenwart zu sprechen. Sie haben ja bei der Taz angefangen. Damals waren Sie wahrscheinlich selbst für die Zeitung auch linksalternativ eingestellt, wenn man so möchte. Ja. Die Taz hat sich verändert, ja. Politische Ausrichtung, das ganze Milieu drumherum sowieso, die Grüne Partei und Sie wahrscheinlich auch, oder sind Sie so geblieben oder was meinen Sie? Also die Taz ist so ein bisschen, wie gesagt, den Weg der Grünen gegangen, ja, auch also der Linksbourgeois so ein bisschen. Realpolitik, ne, hatte das ja dann Joschka Fischer genannt, bevor er dann die Bundeswehr nach Kosovo gehetzt hat. Ich bin immer noch Antimilitarist. Also sind Sie ein Linker noch, würden Sie sagen? Und ich bin auch noch Kommunist. Also ach, Kommunist. Ja, also jetzt, wenn wir es mal ganz grob, groß und grob sehen, ja, halte ich irgendwie den Kommunismus immer noch für die beste Form eines gerechten Zusammenlebens. Wie in Nordkorea oder wie? Nee, nicht wie in Nordkorea und auch nicht wie Stalin und auch nicht wie Mao. Die Gerechtigkeit. Mhm. Also so ein Eurokommunismus, wie in damals Italien, so mit Toskana-Feeling so ein bisschen? Ich finde, ja, also ich würde das jetzt auch gar nicht so konkret auf die politischen Parteien oder Richtungen beziehen. Weil das, was wir hier und heute Demokratie nennen, ist ja letztlich, wenn man mal genau hinschaut, eine neoliberale Oligarchie, ja, in Amerika ganz stark und hier bei uns ist doch die Regierung auch nicht mehr der Diener des Volkes und ja dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern die Demokratie muss der Wirtschaft angepasst werden und von daher. Also wollen Sie damit sagen, dass die
Wirtschaft das politische Leben dominiert sozusagen? Ja, ja, ja. Und dass wir, man muss sich doch nur die Zahlen angucken. Jedes Jahr wird doch wieder veröffentlicht, wie stark die Schere zwischen ganz, ganz immer weniger werdenden Ultrareichen und immer mehr Armen auseinandergeht. Und die wird sich doch nicht wieder schließen. Die schließt sich nie. Es sei denn, es kommt irgendeine Revolution. Aber oder wir haben wirklich eine Regierung, die sagt so, wir führen jetzt eine Steuerprogression ein, die wirklich Steuern abnimmt den Reichen. Also Apple und Amazon, die zahlen ja noch nicht mal irgendwas. Ja? Da zahlen Sie und ich mehr Steuern als diese Firmen. Ja? Und, aber immerhin kann man doch seine Meinung noch frei äußern. Man kann seine Meinung noch frei äußern, gerade so. Ja. Haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Aber ich habe ja zum 11. September drei Bücher insgesamt veröffentlicht und vorher in den Jahren, 10 Jahren davor, regelmäßig für ganz viele ARD-Sender kommentiert und gearbeitet im Radio. Ja, mit 9/11 kam ich da nicht zu Potte. Ja? Waren Sie plötzlich auf der schwarzen Liste? Ja, Bröckers, du kannst jedes Thema machen, aber nicht 11. September. Mhm. So, und ich sage, wieso, weshalb, warum? Mhm. Hat der sagte, aber ich weiß genau, wenn ich dich hier senden lasse, dann kriege ich Stress und ich will keinen. Mhm. Ne? So, also gibt es auch Grenzen der Meinungsfreiheit, meinen Sie, zu sensiblen Themen? Es gibt eine Menge Tabus, die nicht angesprochen werden können in Deutschland. Mhm. Man kann über Israel nicht vernünftig reden, ohne gleich als Antisemit abgemeiert zu werden. Mhm. Man kann ja jetzt auch über Russland kaum noch vernünftig reden, ohne als Putin-Agent oder Kreml-Sprachrohr denunziert zu werden. Und schon sind wir in der aktuellen geopolitischen Debatte. Das passt auch zu Ihrem neuen alten Buch. Ja. Denn Sie haben ein neues Buch mit Ihrem Co-Autor Paul Schreier herausgegeben, das vielen Lesern noch sehr bekannt vorkommt. Wir sind die Guten, hieß Ihr Bestseller aus dem Jahr 2014. Wir sind Immer die Guten, heißt Ihr neues Werk. Eine Neuauflage mit einigen neuen Kapiteln auch, die das Klima unserer Zeit reflektieren, natürlich auch die Erweiterung des Ganzen. Sie bezeichnen sich selbst mit Ihrem Co-Autoren als Putin-Versteher. Genau. Wäre es nicht wünschenswert, wenn Menschen überhaupt, die sich mit dem Thema beschäftigen, Putin verstehen oder auch Russland verstehen? Denn wenn man von dem Thema nichts versteht, dann muss man sich auch nicht äußern, oder? Wie sehen Sie das? Wir haben diesen provokanten Untertitel Ansichten eines Putin-Verstehers gewählt, weil uns damals, also eben nach diesem Umsturz in Kiew und in der Ukraine, es wahnsinnig auf den Keks ging, wie völlig einseitig unsere Leitmedien darüber berichtet haben. Die Rolle, die der Westen bei diesem Umsturz gespielt hat, wurde überhaupt nicht... Wir sind die Guten der Westen? Wir sind die Guten, und was dann eben sozusagen gegen Russland und Russland und Putin wurde die Alleinschuld zugeschoben an dem Ganzen. Aber ist das nicht auch bequem, wenn zu Hause die Milch im Kühlschrank sauer wird, kann man ja sagen, der Russe ist schuld. Das ist doch bequem. Ja, das ist ja mittlerweile, wenn die Sache nicht wirklich ernst wäre, wenn wir auch in unseren großen Medien wie Bild, Zeitung, Spiegel, das grenzt ja schon an Hetze, was da getrieben wird mit Russland, ja. Wenn das nicht wirklich ernst gemeint wäre, könnte man darüber nur lachen. Vor 2 Wochen, jetzt droht Kälte aus Sibirien. Ja, also es ist grotesk und es ist auch irrational hoch 4. Herr Bröckers, da Sie Jahrgang 54 sind, erinnert Sie das ein bisschen an die Hochzeit des Kalten Krieges? Natürlich, ja. Ist das ähnliche Bilder und die da vermittelt werden? Es ist sogar noch viel schlimmer als die Kalte Kriegszeit. Also ich habe als Kind, wie gesagt, 50er Jahre geboren. Und irgendwie so in dem Alter von 6 oder 7 habe ich zum ersten Mal den Begriff gecheckt, eiserner Vorhang. Mhm. Und der wurde gebraucht in der Presse und den hörte man auch mal irgendwie in Gesprächen. Eiserner Vorhang. Und ich habe mir immer vorgestellt, das ist so wie Mordor im Herr der Ringe. Mhm. Da ist ein riesiger eiserner Vorhang und dahinter, also solche Vorstellungen. Und der Russe ist sozusagen der Böse schlechthin. Mit Fellmütze steht da. So war das in unseren Gehirnen als Kindern. Ja. Und
wenn man jetzt, in Amerika ist es ja noch viel schlimmer als hier, weil die ja jetzt glauben, der Putin hätte den Trump auf den Thron gehievt. Ja. Ja. Aber hier ist auch... Es glaubt zumindest ein Teil des politischen Establishments, sagen wir mal so. Ob die ja, also auf eine irre Art. Wir haben deshalb auch ein Kapitel Russiagate diese ganze Sache hier nochmal ergänzt, weil das... Ich rede auch mit meinen amerikanischen Kollegen und sag mal, Leute, seid ihr verrückt? Der Trump ist alles, was ihr sagt. Und Sexist und Rassist und schlag mich tot. Aber eins ist er mit Sicherheit nicht, ein russischer Agent. Spürt man doch hier, wenn man, wie ich da schon den letzten Kalten Krieg noch erlebt hat, doch hier wieder ganz deutlich, wie hier wirklich an Feindbildern gearbeitet wird, wie Feindbilder aufgebaut werden. Und es ist noch viel schlimmer, sage ich jetzt mal. Ist eine Konstante seit damals? Also ist das Feindbild der Russen? Putin ist ja gar kein Kommunist. Der Kommunismus war ja sozusagen das große Antidot, das große Gegensystem zu unserem. Ja, und der ist ja verschwunden. Putin will uns ja nicht sein System aufdrücken. Aber kann es sein, dass der Westen, wenn man sich die Motive, Sie bearbeiten das in Ihrem Buch ja auch sehr ausführlich, die NATO, braucht die NATO nicht einen Feind? Natürlich. Um ihre Existenz überhaupt zu erkennen. Die NATO wäre doch eigentlich seit 1991 obsolet. Also Sie meinen, die ist überflüssig jetzt, die NATO? Doch. Also obsolet heißt ja sowas wie überflüssig. Mhm. Und das glaube ich. Und das heißt nicht, dass man die dann jetzt ersatzlos streichen sollte oder kann. Das wäre utopisch, ja. Aber sie neu zu formatieren, sie zu einem Sicherheits- und Verteidigungsbündnis zu machen, was wirklich eins ist und nicht eines, was sozusagen aggressiv gegen Russland sich formiert. Wir müssen uns doch überlegen, 91 ist die Sowjetunion eingeknickt. Wir haben ein nordatlantisches Militärbündnis. Da gehört auch mittlerweile schon einiges anderes dazu, was überhaupt nicht am Nordatlantik vertreten ist. Brauchen wir ein solches noch oder brauchen wir nicht eine Sicherheitsarchitektur, die von Lissabon bis Vladivostok und bis Peking reicht? Das ist doch seit der Wende 89 in Deutschland und dann zwei Jahre später in Russland, das ist doch seit der Wende eigentlich angesagt, sich das zu überlegen. Stattdessen fahren wir die NATO weiter hoch, hoch, hoch. Der Reagan hat damals mit Gorbatschow diesen ABM-Vertrag geschlossen und hat damit sozusagen den Kalten Krieg für beendet erklärt. Jetzt sind wir schon seit einiger Zeit dabei, den wieder hochzufahren. Herr Blockers, kommt das denn von uns, von den Europäern, diese neue Gegnerschaft oder neue alte Gegnerschaft, oder wird die von außen angefacht vielleicht? Nein, die kommt natürlich nur von uns, und zwar weniger von den Europäern als aus Washington. Es ist doch auch klar, wenn jetzt... Also haben wir Europäer, haben wir keine eigene strategische Position diesbezüglich? Nö. Übernehmen die Amerikaner? Wir sind doch, also hier wir als Deutsche auch, sind doch ein NATO-Anhängsel. Die Amerikaner dominieren die NATO und sagen auch, wo es lang geht da, und wir marschieren wir marschieren mit. Man merkt es ja bei der Energieversorgungsdebatte. Jetzt hier bei dem Nord Stream-Diskussion. Ja. Es ist doch völlig absurd, dass wir uns erzählen lassen von einem US-Botschafter, der jetzt hier unsere Firmen anschreibt und sagt, ihr dürft keinen Erdgas aus Russland beziehen, kauft unser Fracking-Gas. Ja. Das ist doch also nicht nur ökologisch wahnsinnig, dieses ganze Fracking, was Amerika da betreibt, sondern dann sollen wir hier Terminals bauen, dass diese gigantischen Gastanker hier anlanden können. Herr Altmaier ist ja ganz engagiert bei dem Thema schon, der Terminal. Das ist doch absurd. Mhm. Also wenn wir eine Leitung legen können, 1000 Kilometer durch die Ostsee, die gibt's ja schon. Und jetzt, wir können noch mehr. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Wir wollen die Kohle abbauen, weil sie die Luft versaut. Wir haben die Atomkraft abgebaut, weil sie zu gefährlich ist. Wir brauchen Rohstoffe. Und die holen wir uns doch von unserem Nachbarn. Und die liegen ja vor der Haustür, nicht wahr? Das ist ja immer noch quasi an der Haustür. Als das Buch erschienen war, 2014, weil wir hinten auch Egon Bahr, den jetzt verstorbenen Ostpolitiker und Architekten der deutschen Ostpolitik zitieren, habe ich dem Egon Bahr ein Exemplar geschickt. Ja. Und dazu geschrieben, lieber Herr Bahr, anbei und so, wir haben Sie zitiert und so. Und zu meiner großen Freude und Überraschung klingelt ein paar Monate später mein Telefon und da ist Egon Bahr dran.
und sagt, Herr Brückers, ich habe Ihr Buch gelesen und finde es großartig. Ich habe viel bei Ihnen gelernt. Ich sage, Herr Bahr, jetzt werde ich gerade rot. Ja? Sie sind doch der Architekt der Ostpolitik gewesen. Ich bin doch ein junger Spund. Da fragt er mich, wie alt sind Sie denn? Ich sage, naja, fast 60. Ja, stimmt, dann sind Sie wirklich ein junger Spund. Und dann habe ich mit dem Bahr fast eine halbe Stunde gesprochen über verschiedene Themen. Damals war die erste Nord Stream Pipeline ja auch schon eine Diskussion der Amerikaner. Und dann sagte der mir, also Egon Bahr sagt mir, ach Herr Brückhaus, wir haben doch schon damals in West-Berlin aus der Sowjetunion Benzin bezogen. Ich sag, wie? Ja, die Amis waren dagegen, aber wir hatten ja keinen Sprit hier, Insellage, West-Berlin. Die Russen haben Öl bis nach Schwedt geliefert und die haben Benzin draus gemacht und wir haben es nach West-Berlin gekriegt. Die Amerikaner wollten das nicht, aber wir hatten ja nichts und so haben wir das durchgesetzt. Und dann sagt er dazu, und die Russen haben uns immer pünktlich und zuverlässig beliefert. Und genau das läuft mit Nord Stream auch jetzt, ja. Und die Amerikaner wollen uns ihr teures und ökologisch fragwürdiges Fracking-Gas verkaufen. Und da hat sich die Merkel ja jetzt durchgesetzt, wie es scheint, auch weil natürlich Wintershall und Shell und ja große europäische Unternehmen da mit drin sind. Das ist ja nicht nur Gazprom. Und das ist völlig richtig. Aber Amerika versucht sozusagen da den Ton vorzugeben, wo Deutschland seine Energie herbeziehen soll. Das alles ist ja schon längst erwiesen worden, auch in den Schriften von Herrn Brzezinski, dem großen Strategen, der auch schon seit langer Zeit verstorben ist, aber er hat ja auch in seinen Büchern, das große Schachblatt zum Beispiel, darauf hingewiesen, die Problematik der USA, wenn Europa sich mit Eurasien, also mit dem post-sowjetischen Raum, verbündet und als Energieressource anwendet, ist Amerika raus aus dem Spiel. So, und das ist nach wie vor und jetzt noch ein Zacken brisanter geworden, weil die Chinesen mit ihrer neuen Seidenstraße... Richtig. Das ja auch genau versuchen, also Asien, Europa zusammenzuschließen, Handel und Wandel zu ermöglichen. Der Xi, der chinesische Präsident, war, das beschreiben wir auch im Buch, dann in Duisburg und hat den ersten Zug in Empfang genommen, der da aus China kam und er sagt, in ein paar Jahren bauen wir hier eine Hochgeschwindigkeit. Und es wird kaum medial reflektiert, dass die Seitenstraße sozusagen in Duisburg endet, nicht wahr? Also die verlängerte Form. Es wird kaum in den deutschen Medien... Ja, das ist das ist für die transatlantischen Freunde ist das kontraproduktiv. Aber es gibt den... Wir hängen doch hier, Napoleon hat mal gesagt, Geografie ist Schicksal. Mhm. Und wir hängen ja nun mal hier ziemlich eng an Russland dran. Dass da noch Polen und das Baltikum dazwischen ist, die so ein bisschen paranoid sind, weil sie denken, die Russen würden sie morgen überfallen. Kann man ja vielleicht aus der Geschichte ein Stück verstehen. Ja. Aber davon sollten wir uns auch nicht irre machen lassen. Kennen Sie das berühmte Bonmot von Paul Valéry? Er sagte einmal, oder er stellte eine Frage in seinem Buch, was ist Europa denn anderes als ein Kap Asiens? Wo Sie gerade die Geografie erwähnt und das Schicksal. Es ist ja so, wenn man... Und China ist jetzt schon auf die wichtigste, größte Wirtschaftsmacht der Welt. Richtig. Und die werden sich diesen Rang auch nicht nehmen lassen. Und wir haben es hier geschrieben und ich habe das schon vor vielen Jahren geschrieben, wir brauchen eine Achse, die von Paris über Berlin nach Moskau und Peking reicht. Das ist unsere, eine solche Sicherheitsarchitektur brauchen wir und Handel und Wandel in dieser Region brauchen wir. Und zu sagen, ihr dürft nur mit dem Transatlantik, nur mit Amerika und wenn Amerika einen von denen nicht leiden kann auf der Seite, dann müsst ihr auch mit uns in Krieg. Das widerspricht sozusagen nicht nur den geografischen, sondern allen anderen Interessen Deutschlands und Europas in meinen Augen. Herr Brückers, wie ist Ihre Einschätzung? Warum gibt es heutzutage keine Politiker mehr vom Schlage wie Egon Bahr zum Beispiel, den Sie erwähnten, oder auch andere große Politiker aus den damaligen Volksparteien, die einen etwas weiteren Blick hatten und einen tieferen historischen Einblick in die Thematik? Warum es die nicht mehr gibt. Ja. Oder gibt es die noch und man hört sie nicht? Oder naja, aber also in der SPD gibt es die jedenfalls nicht mehr. Ja. Herr Platzek war ja ein bisschen... Hat man das Gefühl? Ja, aber wer? Es ist doch auch so, du kommst doch auch nur hoch, sei es als Journalist oder sei es als Politiker, wenn du sozusagen diesem transatlantischen Mainstream zu Pass bist. Also jemand, der da nicht reinpasst in das Konzept,
Die USA haben das militärische Konzept der Full Spectrum Dominanz, also das volle Spektrum der Dominanz global zu haben und zu halten. Und das, da sagen jetzt seit einiger Zeit sowohl die Russen als auch die Chinesen, nee, mit uns nicht. Und Amerika hält weiter an diesem unipolaren Konzept fest, dass jeder, wir sehen es jetzt gerade in Venezuela, der sich nicht unter die Knute beugen will, der USA, der kriegt auf die Mütze. Ja, wenn einer sein Öl wie Venezuela nicht zur Dollarwährung verkauft, sondern zur Landeswährung den Kunden, dann kriegt er aufs Dach, so wie Gaddafi aufs Dach gekriegt hat, so wie Saddam Hussein aufs Dach gekriegt hat und Assad aufs Dach gekriegt haben sollte. Da haben die Russen ja schon einen Riegel vorgeschoben. Ja. Herr Brückers, bei Ihrem Verständnis für die russische Position, in kritiklose Bewunderung Putins mündet das ja nicht. Sie sind ja auch durchaus auch differenziert. Na, ich komme ja aus einer anti-autoritären Ecke. Ja. Da kann man für so autoritäre Regierungen keine Sympathie haben. Also man kann sich kein Schwarz-Weiß-Bild vorwerfen, nicht wahr? Aber Putin verstehen, die russische Position verstehen, heißt doch nicht ihn verehren. Wenn ich verstehen kann, dass Russland sich durch das Vordringen der NATO in den letzten 20 Jahren bedroht fühlt, dann heißt das doch nicht, dass ich deshalb jetzt das Regierungssystem, was in Russland herrscht, unterschreibe. Aber ich verstehe doch, dass da eine gewisse Angst herrscht, wenn da ein Militärstützpunkt nach dem nächsten an meine Grenze ranrutscht. Dass ich dann irgendwann mal sage, hallo Leute, das kommt mir hier komisch vor. Das muss man doch verstehen. Und wir, der Westen, wir sagen immer, nein, wir wollen doch gar nicht. Aber wir wollen doch, natürlich wollen wir. Russland ist das rohstoffsreichste Land der Welt und Russland muss sozusagen unter die Knute. Das heißt ja nicht, dass wir das Land erobern wollen, aber wir wollen es kontrollieren, so wie wir es in der Jelzin-Zeit kontrolliert haben. Und ein Präsident wie Putin, der damit Schluss gemacht hat, der auch die Oligarchen, die sich am Ausverkauf beteiligt haben, rausgeschmissen hat, den müssen wir jetzt wegkriegen. Ja. Es wird ja oft behauptet, dass wir ganz viel aus der Geschichte gelernt haben, aus dem Zweiten Weltkrieg etc. Aber es ist nicht erstaunlich, dass, wenn man sich unser Verhältnis zur Ukraine anschaut, dort politische Bewegungen und Parteien im Umfeld der Regierung sich bewegen, die man hier mit völligem Recht als antisemitisch, extrem nationalistisch etc. bezeichnen würde. Bandera wird verherrlicht, ja, etc. Der ukrainische Gruß eingeführt, eine extrem antirussische Politik, auch russophobe Politik macht sich breit. Ist das nicht erstaunlich, wie tolerant der Westen mit diesen Phänomenen umgeht? Ja, der Westen und die Amerikaner haben überhaupt nichts gegen Faschisten, wenn sie auf unserer Seite sind. Das sind dann Hurensöhne, die auf unserer Seite sind. Also, aber Ihre damalige Partei, die Grünen, sind ja auch heute ganz stark in der Fraktion Ukraine gut, Russland böse. Ja, ich bin ja immer noch gut bekannt und befreundet mit Christian Ströbele. Mhm. Der ist eine Ausnahme natürlich. Der einer der wenigen Grünen ist, der sein Rückgrat eben nicht verloren hat, ja, sondern eben immer noch antiimperialistische, antimilitaristische Position wird. Der Rest der Grünen, die nenne ich ja nur noch Olivgrüne, ja, weil sie in jedem Krieg den das Pentagon ausruft, freudig mitmarschieren. Und, aber woran liegt das? Was haben Sie für eine Erkenntnis gewonnen? Ja, das liegt daran, dass, wie gesagt, wenn jemand dem Imperium in Washington zu Pass ist und wenn er tut, was das Imperium gerne hätte, ja, dann steigt er auf und dann macht er Karriere. Und so machen auch diese Grünen Karriere auf diesem Ticket. Und in dem Moment, wo sie sich dann wie Ströbele oder noch ein paar wenige andere Ausnahmen in der Partei auf die Hinterbeine stellen und sagen, nein, dann machen sie da auch keine Karriere mehr. Und du machst auch als Journalist keine große Karriere und steigst auf beim Sender oder in deiner Zeitung oder deinem Magazin, wenn du da nicht die Position vertrittst, die die NATO und die USA haben. Also das ist sozusagen das Ticket to Ride, wenn man Karriere machen will in der Politik oder in der auch im Journalismus und in den Medien. Herr Brückers, wenn man Putin versucht aus einer russischen Perspektive
zu begreifen, erscheint er ja ganz anders als im Westen dargestellt. Er erscheint ja fast als Liberaler, gemessen an der russischen Geschichte, an den Staatsoberhäuptern, die vor ihm da waren in den letzten 100 Jahren. Ja, natürlich. Also ich war unlängst bei einer Konferenz in Russland, wo 200 Journalisten aus den auch aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken da waren und habe auch mit anderen Leuten von Universitäten und so gesprochen. Und die haben natürlich, sind das alles keine Putin-Verehrer, aber sie sagen, ein Glück, dass wir den haben. Wenn so einer nicht gekommen wäre, dann würde es heute bei uns aussehen wie im Irak. Mhm. Dann wäre das Land geteilt, dann wäre Krieg und dann wäre Chaos. Und von daher hat Putin diese Zustimmungsraten, die er in dem Land hat, jenseits aller politischen Couleur. Ja? Liberal ist er sowieso, also wirtschaftsliberal, wenn man es jetzt im ökonomischen Sinne sieht. Und er hat halt Russland wieder ökonomisch einfach hochgebracht. Die Renten haben sich verdreifacht in seiner Amtszeit und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die überall, nicht nur bei ein paar Oligarchen, die ja nach wie vor da sind. Er hat den Oligarchen gesagt, hört zu, Freunde, ihr könnt weiter eure Geschäfte machen. Ich nehme euch eure Milliarden auch nicht weg, aber ab sofort zahlt ihr hier Steuern und ihr hört auf, in die Politik euch einzumischen. Und da sind einige gegangen, einige wollten nicht, wie Schodorkowski, den hat er dann mal kurz eingebuchtet. Und die anderen, die da geblieben sind, halten sich daran. Und seitdem geht es ökonomisch stark aufwärts da. Und das ist der Verdienst von Putin, ganz unabhängig, wie man seine politische Haltung, auch wie man sein, es ist ein sehr stark, wie sagt man, präsidial zugeschnittenes System, was Russland hat. Und man kann so ein bisschen Schiss kriegen oder Angst, was wird denn, wenn so ein halbwegs vernünftiger, souveräner Typ wie der Putin, der ja äußerst zurückhaltend sich aufführt im internationalen Geschäft. Auch agiert er clever, würden Sie sagen? Na, ich sage immer, Amerika spielt Monopoly, Russland spielt Schach. Und das ist genau der Punkt. Ja? Die Amerikaner immer nur drauf und nochmal drauf und nochmal drauf. Die Russen haben jetzt zum Beispiel mit einem Bruchteil des Verteidigungsetats, den Amerika hat, diese modernen Hyperschallwaffen entwickelt, die Russland unbesiegbar machen. Das ist auch noch nicht so richtig in den Medien hier durchgedrungen, aber die Fachblätter, auch in USA, denen fällt die Kinnlade. Die waren auch zu den Tests eingeladen. Das ist jetzt kein Bluff, sondern die konnten sich angucken, was diese hyperschnellen Raketen machen, die bis zu 20.000 km/h die Stunde fliegen. Das heißt, kein vorhandenes Abwehrsystem kann so eine Rakete stoppen. Und das heißt wiederum, der Schatz der US-Armee und das Wichtigste ihrer Überlegenheit, die 10 riesigen Flugzeugträger, mit denen sie in jedem Land der Welt vorfahren können und Bomben regnen lassen können, diese Schiffe, sind lame ducks. Wenn die Russen wollen, drücken die auf den Knopf und dann sind die Dinger weg. Wenn man sich das anschaut, dass Russland jetzt auch militärisch nicht als Angriffswaffe, wir haben ja immer noch das Zehnfache an Potenzial, die NATO und die USA können in Russland böse, böse, böse Schäden anrichten, aber nur noch um einen Preis, dass sie selbst komplett nuklear zerstört werden. Und insofern ist ein Gleichgewicht des Schreckens hergestellt. Der INF-Vertrag, der jetzt gekündigt worden ist, der Pompeo, der US-Außenminister, hat das gemacht und 2 Tage später hat Lavrov, der hat gar nicht mehr diskutiert, gesagt, in Ordnung, wir steigen auch aus. Das ist völlig irrelevant für die Russen. Der richtete sich im Übrigen nur an China. Die Chinesen waren da nicht mit drin in dem INF-Vertrag. Und die Russen sagen jetzt, ja, wir würden ja schon den gerne machen, aber China soll mit rein. Weil es geht ums Südchinesische Meer und die Einflusszone des Imperiums da, die auch am Einbröckeln und am Einknicken ist. Also das Imperium hat riesige Probleme. Und ich habe gerade unlängst die Tage geschrieben, man kann nur hoffen, dass der sterbende Riese nicht noch mal wild um sich schlägt. Dazu
Gestatten Sie bitte meine letzte Frage. Vor 30 Jahren mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der realsozialistischen Regime bis hin zum Zusammenbruch der Sowjetunion selbst endete ja der erste Kalte Krieg sozusagen, den Sie ja auch stark miterlebt haben. Wie wird dieser Kalte Krieg, den Sie jetzt diagnostizieren, wie wird dieser Kalte Krieg enden? Sehen Sie da die Gefahr einer ganz, ganz katastrophalen Eskalation? Sie deuteten es eben schon an. Der Hegemon versinkt und reißt alles mit sich. Oder wird vielleicht diesmal der Westen zusammenbrechen? Das kann ja auch sein, wie damals der Ostblock. Also die größte Gefahr, die ich erstmal sehe, ist, dass dieses nukleare Potenzial, was auf beiden Seiten der Blöcke vorhanden ist und was die berühmt-berüchtigte Mutual Assured Destruction, also die gegenseitige, die garantierte gegenseitige Zerstörung bedeutet, dass diese Systeme, und ganz schummrig wurde mir, als ich unbedingt saß, oh, Amerika will jetzt künstliche Intelligenz einsetzen, da dachte ich mir, ach du Scheiße, ja, weil dass da aus Versehen mal irgendeine künstliche Intelligenz, in Anführung setzen wir mal das Wort, weil die gibt's glaube ich noch nicht, einen Fehler macht, ja, und sozusagen Atomkrieg aus Versehen stattfindet. Es gab ja schon so eine Situation mal in den 80ern, ja, die nur aufgrund von so einer Besonnenheit eines russischen Offiziers, der hatte eigentlich Alarmmeldungen auf seinem Schirm und hätte auf den Knopf drücken müssen und dann hätte es gekracht. Also die Gefahr sehe ich sehr groß. Ich sehe die Gefahr auch, dass wir uns jetzt hier in Deutschland und in Europa verrennen in eine neue Aufrüstungsspirale sozusagen, die ja diese Forderung, dass wir 2% des Bruttosozialprodukts an die NATO oder an die Rüstung, das ist auch so eine Zahl, die es geht da nicht um 2% von dem, was wir am Ende vom Jahr übrig haben, das geben wir für Militär aus. Es geht um 2% von dem Gesamtumsatz. Das sind aberwitzige Milliarden. Und da fragt man sich doch, für was und für wen bitte? Und sollten wir uns nicht mal hinsetzen mit den Russen und auch mit den Chinesen und sagen, Leute, wir wollen aufhören damit. Ja, lasst uns einen Vertrag machen. Ihr habt Atomwaffen, die Amerikaner haben auch welche. Im Ernstfall können wir uns gegenseitig platt machen. Aber lasst uns doch mal verhandeln, wie wir hier ein friedliches Zusammenleben in Europa und Asien hinkriegen. Ich sehe in Deutschland leider keinen Politiker am Start, der auch nur eine Vision hat. Also was bei uns da jetzt, wenn ich da diesen Heiko Maas erlebe, unser Außenminister, der ist ja zum Weglaufen, der Junge, und hat doch nur überhaupt kein Profil und überhaupt auch gar keine Meinung, außer dem, was er in Washington 2 Tage vorher gesteckt bekommen hat. Also das ist doch idiotisch. Wir können doch auch mit anderen europäischen Ländern, stellt doch Deutschland durchaus auch, wir stellen was dar, sowohl ökonomisch als auch ja, kulturell überhaupt. Und die Russen, wie gesagt, vor 3 Monaten war ich da auf einer Konferenz. Was ich ganz oft gehört habe, war, wieso seid ihr Deutschen eigentlich so antirussisch eingestellt? Und ich habe dann immer gesagt, hört zu, das sind nicht wir Deutschen. Laut Umfragen wollen 90% aller Deutschen bessere Beziehungen mit Russland. Das ist nicht die Bevölkerung, das ist die Politik, die so antirussisch gefahren wird. Und diese russischen Kollegen sagen, ja, wir verstehen das gar nicht, wir würden uns doch mit euch prima verstehen. Ja, also so, da sind, also es stößt bestimmt nicht auf der östlichen Seite auf Gegenwehr, wenn wir in so eine Richtung von Friedensverhandlungen, von Handelsverträgen statt Sanktionen, wenn wir in diese Richtung gehen würden. Aber im Moment ist leider, und da sind wir wieder in der Ukraine, nach 5 Jahren Putsch oder Umsturz oder Regierungswechsel, wie immer man das jetzt nennen will im Detail,
dass es ein Putsch war, den der Westen sehr stark mit lanciert hat, so ähnlich wie er das jetzt gerade in Caracas auch wieder probiert, ist nach meiner Meinung und nach dem, was wir hier recherchiert haben, ganz, ganz, ganz offensichtlich. Das war auch keine demokratische Revolution in Kiew, es war ein Oligarchenwechsel. Es wurde ein Moskau-freundlicher Oligarch mit einem Washington-freundlichen getauscht. Das war ein leidenschaftliches Plädoyer. Vor allem auch eine Mahnung, sich mit der Thematik weiter auseinanderzusetzen, die uns hier noch die nächste Zeit betreffen wird. Matthias Bröckers war zu Gast, Co-Autor des Buches Wir sind immer die Guten, jetzt im Westend Verlag erschienen. Ich empfehle es sehr als spannende Lektüre in diesem Frühjahr. Vielen Dank, Herr Bröckers. Okay.